Wird der Imperialismus Nachfolger der USA, China ebenso aggressiv sein wie dieser? Norbert Nelzer für die Basisdemokratische Räterepublik. Wir haben noch einige aggressive und durchtriebene Kriegsversuche wie in Syrien seitens der USA zu erwarten. Dann wird aber bald der Superkrieg dem Spuk ein Ende setzen. Bereits 2016 sah Brzezinski, Zettelzitat, die US-Weltherrschaft am Ende. 23.09.2016, Link 1. Der Nachfolger China wird wohl kaum so aggressiv, durchtrieben und hinterlistig auftreten wie die Vereinigten Staaten. Sie werden eher der Ordnung eines Konfuzius folgen wollen, Link 2, als der Hinterlist eines Machiavellis oder der Römer nach der Devise: Wenn du nicht beherrschen kannst, schaffe Chaos. China ist Imperialist und bleibt Imperialist. Das haben wir schon bei dem Massaker auf den Tiananmenplatz gesehen, am 4.6.1989. Die US-Amerikaner hätten das viel besser gemacht. Sie hätten erst die Studenten dazu angestiftet, und dann die Redensführer erschossen. Diese hinterhältige Politik haben sie von den Engländern gelernt. Während die Chinesen nur schießen, wenn sie sich angegriffen fühlen, produzieren die Amis jederzeit diese Schießübungen, nur um mehr Waffen zu verkaufen. Angefangen hat diese bösartige Politik mit der Queen Elisabeth I. 1533 bis 1603. Link 3. Sie vergab Körperbriefe, zum Beispiel an Admiral Francis Drake, Link 4. Und durch diese Hofpiraterie und den Hofraub gelang es ihm mehrfach, eine immense Menge des spanischen Kolonialreichtums nach England zu schaffen und damit die Schatulle der englischen Krone prall zu füllen. Heute müsste die ganze Bande in Den Haag lebenslang bekommen, aber die Spanier wollten sich mit ihrer Flotte der Armada rächen. Und Elisabeth will mehr. Siehst du da auf dem Bild, das zum Sieg über die Armada gemalt wurde, hält sie die Hand über die ganze Welt. Die ganze Welt wollte sie. Aber leider waren die spanischen Kanonen viel besser als die englischen, weil sie in einem Geheimverfahren in Österreich aufrecht gegossen wurden. Der Chefsekretär von Elisabeth wurde Francis Walsingham, der als Erfinder der modernen Spionage gilt. Link 5. Und dachte sich für seine Königin ein spannendes Schurkenstück aus. Die Glockengießerei Miller der Gießerdynastie Löffler bei Innsbruck goss für die spanischen Habsburger die Kanonen mit der gewaltigen Schusskraft. Der Gesell der Gießerei Löffler war schon in die Kanonengießerei von Löffler eingeweiht, als der britische Geheimdienst ihn anbot, in London eine eigene Gießerwerkstatt für ihn aufzubauen. Nun entschloss der Geselle sich, Innsbruck zu verlassen und nach Venedig zu fliehen. Dort wartete ein Schiff des englischen Geheimdienstes auf ihn, der ihn nach England brachte.
Dort verbesserte er noch die Gusstechnik der Kanonen, die nun eine noch größere Reichweite bekamen. Nun konnte England mit kleinen, wendigeren Schiffen und besseren Kanonen die Armada schlagen und die Weltmacht mit ihrem Kampfplatz übernehmen. Darauf moderne hinterlistige Spionage, illegale Kopien und die Weltmacht ohne Duldung von selbstständigen Subimperialisten. All das konnten sie an die Amerikaner weitergeben. Aber leider war auch das eingebaute Ende mit dabei. Der tendenzielle Fall der Profitrate. Aber so weit sind wir noch nicht. Der Wille zur Weltmacht und gutes Geld zu machen ohne Moral und Skrupel übertrug sich in dem elisabethanischen Zeitalter auf alle bürgerlichen Engländer und damit auch auf alle bürgerlichen Amerikaner. Nun machen wir einen großen Schritt nach 1844. Da besuchte Friedrich Engels England und untersucht dort die Lage der Arbeiterklasse. Link 5. In dem daraus entstehenden Buch, Zitat von Wikipedia, in der er die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der frühen Industrialisierung darstellt. Die Schrift gilt als Pionierwerk der empirischen Sozialforschung und erhebt eine vernichtende Anklage gegen die englische Bourgeoisie, deren zügellose Profitgier Engels für die Verelendung der Arbeiter verantwortlich macht, bis hin zum sozialen Mord. Die Veröffentlichung ist ein Standardwerk der Industrie- und Stadtsoziologie und wird von der UNESCO als Meisterwerk ökologischer Analyse bezeichnet. Wiki Link 6. Engels schreibt im Kapitel Die Stellung der Bourgeoisie zum Proletariat. Link 7. Marxismus Bilderbuch. Seite 382. Link 8. Zitat: Mir ist nie eine so tief demoralisierte, eine so unheilbar durch den Eigennutz verderbte, innerlich zerfressene und für allen Fortschritt unfähig gemachte Klasse vorgekommen wie die englische Bourgeoisie. Und hier meine ich vor allem die eigentliche Bourgeoisie, besonders die liberalen Kerngesellschaften. Für sie existiert nichts in der Welt, was nicht nur um des Geldes willen da wäre. Sie selbst nicht ausgenommen, denn sie lebt für nichts, als um Geld zu verdienen. Sie kennt keine Seligkeit als die des schnellen Erwerbs. Kein Schmerz außer dem Geld verlieren. Bei dieser Habsucht und Geldgier ist es nicht möglich, dass eine einzige menschliche Anschauung unbefleckt bliebe. Ich ging einmal mit einem solchen Bourgeois nach Manchester hinein und sprach mit ihm von der schlechten, ungesunden Bauart, von dem scheußlichen Zustand der Arbeiterviertel und erklärte, nie eine so schlecht gebaute Stadt gesehen zu haben. Der Mann hörte das alles ruhig an und an der Ecke, wo er mich erließ, sagte er, und doch wird hier enorm viel Geld verdient. Guten Morgen, Herr. Es ist im englischen Bourgeois durchaus gleichgültig,
ob deine Arbeiter verhungern oder nicht, wenn er nur genug Geld verdient. Alle Lebensverhältnisse werden nach dem Gelderwerb gemessen. Und was kein Geld abwirft, das ist dummes Zeug. Unpraktisch, idealistisch. Darum ist auch die Nationalökonomie die Wissenschaft des Gelderwerbs, die Lieblingswissenschaft dieser Schacherjuden. Jeder ist Nationalökonom. Zitat Ende. Und noch ein Zitat, diesmal von Karl Marx von 1959. In dem Buch zur Kritik der politischen Ökonomie schreibt er im Kapitel Historisches zur Analyse der Waren auf Seite 43. Zitat: Wenn man einerseits diese Polemik gegen das Geld mit bestimmten historischen Umständen zusammenhängt, indem Bois Guilbert die blindzerstörende Goldgier des Hofes einst Ludwigs des 14., seiner Finanzpächter und seines Adels befindet, während Pitti in der Goldgier den tatkräftigen Trieb, der ein Volk zur industriellen Entwicklung und zur Eroberung des Weltmarktes stachelt, springt hier jedoch zugleich der tiefere prinzipielle Gegensatz hervor, der sich als beständiger Kontrast zwischen echt englischer und echt französischer Ökonomie wiederholt. Bois sieht in der Tat nur auf den stofflichen Inhalt des Reichtums, den Gebrauchswert, den Genuss und betrachtet die bürgerliche Form der Arbeit, die Produktion der Gebrauchswerte als Waren und den Austauschprozess der Waren als die naturgegebene gesellschaftliche Form, worin die individuelle Arbeit jeden Zweck erreiche. Marxismus Bilderbuch, Seite 43. Solch ein absurdes Verhalten der englischen Bourgeoisie liegt geschichtlich wohl an dem angelsächsischen Abenteurertum. Link 10. Die norddeutschen Wikinger angeln aus Schleswig-Holstein und die Altsachsen, die Friesen, die Niedersachsen und Ostfalen und Westfalen siedelten im Rahmen der Völkerwanderung im 5. Jahrhundert nach Britannien um. Damals ging es schon darum, Dodech, und so durften die ansässigen Kelten nicht mehr heiraten. Im 6. Jahrhundert haben sich in England die Angelsachsen schon durchgesetzt. Und die Kelten waren nach Wales und Schottland zurückgedrängt worden. Den Fort setzte sich ein genuscheltes Plattdeutsch durch. Die beiden Sprachen haben ja noch heute viele Ähnlichkeiten. Plattdeutsch ist eine eigene Sprache. Die kommt von den Wikingern. Link 11. Später kamen noch Skandinavier dazu. Da war aber die Sprachbildung bereits abgeschlossen. Diese Geschichte und die langen Kriege zwischen den verschiedenen Königreichen hatten natürlich auch zu der harten Haltung der Briten geführt. Deshalb hatten sie sich einen König Artus erträumt. Diese Cowboy-Geschichten der Amerikaner wären bei den Chinesen nicht zu erwarten. Ich schreibe hier in der Konjunktivform, weil es dazu gar nicht mehr kommen wird, weil in einigen Monaten alle Blasen platzen werden und es wird dann heißen, nur noch
Sozialismus oder Barbarei? Wir wissen jetzt, wenn die Cowboys mal wieder Blut spritzen lassen wollen. Das ist unsere eigene Vergangenheit.